Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum Wien in unserer Ausstellung Die Wiener in China. Wir befinden uns hier schon im letzten Teil der Ausstellung. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, aber die Flüchtlinge konnten nicht sofort aus Shanghai weg. Es gab natürlich noch keine Schiffe, die operierten. Das heißt, man hat sich auch sehr, sehr lange bemühen müssen, um aus Shanghai wieder auszureisen. Es war eine Suche nach der Staatsbürgerschaft, denn viele waren ja durch den Krieg staatenlos geworden. Man musste sich impfen lassen. Und hier sehen wir ganz großartig, wie Friedrich Schiff, der Wiener Künstler, der in Shanghai gelebt hat, hier zeigt, was muss man alles tun, um ein Visum zu bekommen, um aus Shanghai ausreisen zu können. Dafür wären viele Behördenwege nötig und am Schluss zeigt er uns, die Menschen waren dann schon so erschöpft, dass sie auf der Tragbare aus Shanghai hinausgetragen wurden. Vor allem ganz wichtig war es, Impfpässe zu erhalten. Das ist in der heutigen Zeit ja etwas, wo wir die ganze Zeit darüber sprechen, durch Covid leider bedingt. Und hier sehen wir die vielen Impfpässe, die wir von Familien, die nach Wien zurückgekehrt sind, bekommen haben. Das war unerlässlich, denn man wollte natürlich keine der in Shanghai grassierenden Krankheiten sozusagen nach Europa oder in welche Länder auch immer man zurückgegangen ist, mitbringen. Und hier sehen wir auch die Ankunft der Truppen von Mao Zedong. Mit der Ankunft dieser Truppen war es dann natürlich ganz klar, dass man Shanghai verlassen möchte. Es war ein Abschied von Freunden, von Bekannten. Auch hier hat man das immer wieder auch in Karikaturen und in Zeitungen abgebildet. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter und zeigen hier auch eines dieser Bilder, die so symbolhaft sind für den Abschied aus Shanghai. Wir sehen hier in der Mitte einen kleinen Buben, Robert, der in Shanghai geboren worden ist, der nicht so recht weiß, wie es ihm geschehen wird auf dieser Fahrt. Er sitzt da bei seinem Papa und fährt mit ihm ins Ungewisse. Dieses Schiff, die General Makes, ist nach San Francisco ausgelaufen. Von San Francisco ist man in einem versiegelten Waggon nach New York gebracht worden. Und für die Familie Brande ging es dann auch weiter nach Israel und später wieder nach Österreich zurück. Wir haben ja auch einige Souvenirs, die die Menschen ausgetauscht haben vor ihrer Abreise. Wir haben Geldscheine, die unterschrieben worden sind und die Flüchtlinge zum Teil bis zu ihrem Tod in ihrem Geldbeutel aufbewahrt haben. Also hier sieht man einige dieser Souvenirs, die sozusagen die ganze Zeit über an die Flucht nach Shanghai erinnert haben. Wir sehen hier auch die Ausreise per Schiff. Wir erzählen hier die Geschichte von der Marine Falcon. Auf diesem Schiff sind ungefähr 1000 Jüdinnen und Juden aus Shanghai ausgereist. Der größte Teil aus Österreich waren Flüchtlinge aus Österreich. Wir sehen hier diverse Szenen auf dem Schiff. Und wir begleiten die Flüchtlinge hier auf dieser Reise bis nach Neapel. In Neapel ist man aus dem Schiff ausgestiegen und es ging dann in Güterwaggons weiter nach Wien. Diese Flüchtlinge beschreiben diese Fahrt ganz besonders, weil es muss extrem kalt gewesen sein. Es gab natürlich in den Güterwaggons keine Heizungen und hier hat uns Frau Hungerleider erzählt, es gab einen kleinen Ofen und sie ist dann zum Lokführer gegangen und hat sich Kohlen geholt, damit die älteren Damen in ihrem Waggon, in dem sie gefahren ist, nicht erfrieren. Wir sehen hier dann letztendlich die Ankunft in Wien. Es war bitterkalt in diesem Februar 1947 und natürlich war die Freude sehr groß, wieder in Wien zurück zu sein. Doch man wusste, es wird hier eine schwierige Ankunft sein. Es gab keine Wohnungen mehr. Die Wohnungen waren ja arisiert. Die Betriebe waren weggenommen worden von den Nazis. Also es begann ein langer und mühsamer und sehr zäher Kampf, damit man irgendetwas zurückbekommt von dem, was man in Wien einmal besessen hatte. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns weiterhin auf dieser Reise begleiten und wünsche Ihnen jetzt viel Gesundheit. Danke, dass Sie dabei sind.